Ja, easy win. Waren wir da nicht gerade schon? Wir reißen immer dasselbe irgendwie. Schießt du gerade? Schießt du gerade? Mach gar nichts. Steig mal aus. Steig mal aus. Hast du ihn auch gerade gehabt? Ja. Dass du geschossen hast. Steig jetzt wieder ein. Du leckst gerade volle Kanne. Ja. So, ich habe nämlich geschossen. In der Sekunde, wo ich schießen mit rechts gedrückt habe, bist du eingestiegen. Dann hatte ich losgelassen. Dann hast du einfach weitergemacht, obwohl du nichts gedrückt. Oh, muss man hier wieder springen? Wo muss ich drüber springen? Rechts, links, geradeaus? Ich glaube rechts. Ich glaube nicht rechts. Rechts, alles klar! Ich glaube rechts. Alles klar. never. Das ist wie wenn ich bei. Ah, da kann man sich ja Autos holen. Irgendwo. Ach nö. Okay. Das ist wie wenn ich in LOL bei dir auf dem Call höre. Yo, komm mal ganken. Boom, beide tot. Easy. Nee, das ist mit Tobi in LOL. Nee, der sagt einfach nichts. Wenn du fragst, willst du ein Gank? Er. Vitali, kommt man überhaupt rüber? Ich glaube, da kann man überspringen. Ah! Du zuerst. ja. Ah, er hat's geschafft, schade. Toll, jetzt muss er die Strecke hier zu Fuß laufen, geil. Ja, wir sind die Profis vom Dienst. Ihr könnt uns buchen, freitags 18 Uhr. Was machst du denn? Special Effect. Ja. Das sieht gut aus. Gibt ja auch gleich einen Special-Effekt hier. Hui. Ach, ist das die Granate, wo du die Waffe weg wirst? Ja. Die ist cool. Gibt's irgendwo Sauerstoff? Ja, allerdings. Ich brauche mehr O2. Na, wie geht's deinem O2 so? Da ist Mondstein. Sehr schön. Nee, das ist bloß ein Skin. Nicht da rein! Boah. Das Spiel fickt uns mehr als wir es. Okay. Jo, die 2 Minuten Anfahrtswege haben wir uns jetzt auf 5 Minuten gestreckt. Das ist gewollt. Ach, hier sind wir. Ja, wir sind wieder zurückgelaufen. Da, wo wir herkamen. Es ist ein Hin und Her. Erreiche den Wachraum, der ist unten, oder? Wo ist denn der Eingang? Hier. Ach, da ist das Ding. Okay. Ah, da liegt noch was oben. Hier müssten sich ein paar Sicherheitseinrichtungen befinden. Die musst du alle gleichzeitig deaktivieren, um den Safe zu knacken. Zieh dich. Erstmal kurz. Ach, das geht da jetzt mehr. An Level 2, ja? Cool. Ja. Wir sind Level 6. Gut. Was? Hallöchen. Der Schatnova-Schild, den du von mir bekommen hast, müsste alle Sicherheitseinrichtungen deaktivieren, wenn er ausgelöst wird. Sobald der Schild leer ist, wird die Nova gezündet. Aus den so, wir Türen. Müssen, nein, wir müssen... Also, wir stehen hier. Ich will ihn messern, aber der rennt immer weg von mir. Wir müssen das Schild hier deaktivieren. Du musst dich hier vor Schild... vor das Ding stellen. Sorge einfach dafür, dass du in der Nähe der Verteilerkästen verletzt ja, genau. wirst. Trampel auf eine Granate. Lass dich anschießen. Hau dir selber eine rein. Letzteres geht natürlich nicht. Hier kamen gerade Gegner, weil wir mit dem Schild dieses Energiefeld deaktivieren müssen. Deswegen haben wir das Schild extra aufgesammelt, du Horst. Ja, dann mach doch mal. Ja, jetzt sind keine Gegner mehr da. Das heißt, Selbstzerstörung. Das hat ja sonderlich wenig bei mir abgezogen. Ah, jetzt. Okay, mach mal, probier mal du. Was schockt die Kamera und. Einfach da reinrennen. Warte, ich muss jetzt das Schild anziehen. Schock die Kamera. Und die Laserbatterie 0 von 5. Ach so. Ah, warte. Ja, das geht schon mal nicht. Hab ich die jetzt geschockt? Nee. Schild ist wieder da. Sie geschockt.
Schau die Kamera, 0 von 5. Wir haben schon das richtige Schild drin, oder? Ich hab noch 5 HP, geil. Muss man sie hier irgendwo anders machen? Ne, hier sind die Kameras. Eins. Und muss man alle gleichzeitig schocken, das heißt mich hier in den Raum in die Mitte stellen. Cool. Das war's. Alles, ja, was du darin findest, bin ich gut? Dir. Abzüglich meines Finderlohns natürlich. Ja. Oh, da leuchtet was. So. Wow. Schlechte Waffe. Das Passwort lautet für Steph. Na gut, vielleicht hätte ich mein Passwort nicht im Safe aufbewahren sollen. Dumm von mir. Egal, komm einfach zurück. Schon wieder zurück, alles ist doch. Ja, das ist wirklich geil. Das ist. Ich bin sicher, dass wir das schon bald wiederholen werden. Lass es nicht zu sehr krachen. Den Skin benutzen. Neues Schild. Wobei die Ladegeschwindigkeit von dem Schild gefällt mir ziemlich gut. Verglichen mit meinem Schild. Das stimmt. 3,21 Ladegeschwindigkeit, wenn ich mich mal. Okay, es geht jetzt nicht mehr. Ich behalte es mal drin. Haben wir hier noch irgendwo eine Nebenquest? Ödnis. Torgu. Was? Torgueu? Torgueu. Beschaffe oder zerstöre den Lichtreaktor. Kennst du dich mit Lasern aus? Es gibt da einen Lichtreaktor in einem nahen Gebäude, den ich von einem fetten Batzen Mondsteine verhökern könnte. Wenn du mir den besorgst, dann kannst du eine von meinen überzähligen Laserknarren haben. Ich habe dir gerade eine Prodgun gegeben. Du wirst damit ein paar Kragans reizen müssen. Hallo, neuer bester Freund. Ich vertrete die Tor Corporation und bin voll angepisst, weil es Laserwaffen gibt. Die verschießen Licht, das nicht mal explodiert. Was soll das? Ich bezahle dich, wenn du diesen Lichtreaktor für mich findest und zerstörst. Etwas übertrieben, aber mir gefällt sein Elan. Ja. Bekommen wir dann Laserwaffen? Ich würde einfach mal jetzt mein Schild verbessern. Ja, komm mal rein. Hui, die Rakete. Schau mal her. Ja, die machen es nochmal. Die wissen nicht wohin. Alter. So. Schau mal die Raketen an. Oh, jetzt geht's nicht mehr. Was ist damit? Rechts. Ist das Eis oder was ist das? Alter, nicht mich selber. Wo müssen wir eigentlich hin? Ja, passt schon. Oder? Ja. Ich sehe nichts. So, soll nicht runterfallen. Ja, das ist Eis. Und. Boah, Questen auf der Oberfläche. Schon wieder hier. Ja, das ist ziemlich schimmernd. Ja, dann. Hier gibt's ja neue. Ne, die müssen wir abgeben. Oh, warte. Matsch! Look. Der ist geplatzt. Großwildjäger. Komm schon. Matsch! Ist noch einer hier? Doch, da irgendwo. Yeah. So. Kann man hier rüber springen? Ja, fast. Nein. Ja, macht nur ein bisschen Damage. Die Geräusche. Warte, da hinten können wir gleich hinfahren. Noch die andere Quest. Da muss man jetzt aber rüberspringen, oder? Julu! Ich sag jetzt einfach mal gar nichts mehr. Sie tauchten auf, als Dahl mit dem Bergbau auf dem Planeten anfing. Einer hätte mich vor ein paar Monaten fast getötet. Hat mir eine sexy Farbe an Bord verpasst. Das galt nicht dir, Wilhelm. Oh, der ist freundlich. Du bist nicht mein Typ. Das sollte auf meinem Familienwappen stehen. Ich bin ein freundlicher Typ. So, warte mal kurz. Ich lasse ihn mal kurz hier draußen stehen. Wir müssen nämlich eine Waffe besorgen, mit dem wir... Du hast es geschafft! Ja. Das Gebäude mit dem Lichtreaktor ist ganz in der Nähe. Geh rein! Irgendwelcher Short blockiert den Eingang. Ach ja, deshalb habe ich dir die Prodgun gegeben. Feuer mit ihr auf die Kragans. Dann werden sie wütend und greifen an. Wenn du sie in das Gerümpel locken kannst, schlagen sie für dich eine Bresche. Mit was? Hast du eine Gun? Habe ich die verkauft zufällig? Nee. Ist es die hier? Ja. Alles klar. Ah! Du musst sie irgendwo dagegen rennen lassen. Da hinten. Ja, warte. Leuchtet. Ah, okay.
Okay, wo ist noch so ein Viech? Da hinten. Hier ist dein Medikit. Warte, ich stelle mich davor. Ich hoffe, es geht. Da. Ja. Es hält immer noch. Sie müssen daneben. Es nochmal rammen. Okay. Bist du nur auf dich sauer? Ja. Du musst dir hier vorstellen, wo ich stehe. Ja, steh davor. Komm schon. Super, sie haben das Gerümpel weggerannt. Geh jetzt weg mit dir. Geh rein und greif dir den Lichtreaktor. Vorsicht, da ist heiß. Spitze, jetzt bring ihn mir her und ich gebe dir eine Laserwaffe dafür. Oder du zerstörst ihn für mich. Und das hier ist dafür eine coole Torknarre. Warum? Was für eine Knarre? Laserwaffen hasse und voll nachtragen bin. Das steckt tief in mir drin. Schmeiß den Lichtreaktor irgendwo in die Lava. Da kannst du mal noch kurz nachlesen, warte. Oh, der Muskelberg tut mir fast leid. Warte, noch nicht. Du kannst den Reaktor für Torg zerstören oder mir geben. Ich mag dich so oder so. Ja, sie steht auf dich. Warte. Bring Lachter zu Springs oder rolle den Lichtreaktor in die Lava. Springs hat dir angeboten, eine Laserwaffe für dich herzustellen. Ja, was gibt der andere uns? Das habe ich auch nicht. Ich glaube, eine Schrotflinte. Torkwaffe. Das ist eine Schrotflinte. Siehst du auch unten. Also entweder links oben die Laserwaffe oder die Schrotflinte. Ich hätte keinen Laser. Ja, ich auch. Also helfen wir ihr. Nicht kaputt machen. Wo müssen wir jetzt dafür hin? Zu Springs rüberbringen. Okay, zu Springs fahren. Easy. Oh, da ist ein Dicker. Er kann nichts. Geplatzt ist er. Das war knapp. Hast du es gesehen? Ich habe geküsst die Kante. Mit dem Reifen. Passt doch. Und ganz sauber einparken. Perfekt. Ja. Like a glove. So, warte ganz langsam mit den Missionen. Ich will es nochmal durchlesen, was sie sagt. Erfinden wir nicht ein Wort, das so. Ich Orange reicht. Fünf Mondsteine bekommen wir dafür. Kaum zu glauben, dass ich das vergessen habe. Okay. Klappt das mit dem kleinen Auftrag? Was macht mein Job? Achso, wir müssen es hierhin abliefern, warte. Hier. Wir geben ein tolles Team ab. Ja! Sie dürfen, dass ich gar nichts tue. Alle haben Spaß mit ihren Laserwaffen und ich sitze hier nur rum und jage Sachen in die Luft. Mein Leben ist scheiße. Die Leute stehen auf Explosionen. Das sagst du doch nur so. Die Leute wollen Laser, keine Explosionen. Ja, Laser sind cool. Nein, ich stehe wirklich auf Explosionen. Du bist klasse. Wirklich? Jetzt bist du mir sympathisch. Willst du mit mir gehen? Sorry, ich stehe nicht auf Kerle. Nein, Freundschaftszone. Friendzoned. Zeigt mir Fina die Sache mit dem Lichtreaktor-Dings herum. Dann möchte ich mal klarstellen, dass ich damals in einem tiefen Loch stecke. Ich weiß jetzt, dass die Freundschaftszone ein imaginärer, frauenfeindlicher Ansatz für eine Beziehung ist. Versteht ihr, was ich meine? Bitte zisch ab, Talk. Okay, ouch. Ach so, der war, der war in der Erzählung nebendran gestanden und hat kurz seinen Senf dazu abgegeben. Den gibt's anscheinend noch. Ich stelle keine Fragen. Alles klar. Also hier gibt's noch mal, ich glaube, auf Englisch ist das Spiel besser, weil da sagen sie nicht Freundschaftszone. Da sagen sie wahrscheinlich God's Friendzone oder sowas. So. Oh. Ah, die Laserwaffe. Feuerwaffe. Feuer, nice. Das sehen. Ist sie auch durchgängig gestrahlt? Boah, geil. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Gefällt mir jetzt schon. So, hast du noch einen kleinen Springs? Hast du noch was für uns? Alter, hast du auch so ein fettes Visier? Ja, übelst. Komm hier voll. Star Wars Battlefront! Jetzt neues Let's Play bei uns hier. Genau. Ich bin ein Sturmtruppler, ich treffe alles. Alles klar, willst du wieder fahren? Warte, ja. Mission, was gibt's da für Mission? Ah, gibt es nur eine? Jo, Hauptmission, hau rein. Special Effect. Ja, beim Austreten. Was sagst du? Also, wir müssen wieder rüberspringen. Nein! Wir hätten wieder rüberspringen müssen, wo wir gerade waren. Achso. Ich bin Wolverine, ich kann nicht Auto fahren. Ich hab meine Klinge in den Weg. So. Kommen die jetzt angreifen? Nee, die sind. Bäm, zerstört. Hier rein. Die kamen schön. Oh, Loch.
Nicht so geil, voll fies. Ich steig mal raus. Ich wend mal die Karre. Okay, das Loch ist gar nicht so tief. Doch nicht. Okay. Das da rechts schon. So, jetzt heißt es mit der Laserknarre auf die Fresse geben. Easy. Und das Nachladen ist sehr schnell mit der, das gefällt mir. Und noch nie ausprobiert. Willkommen in Concordia, ein Drecksloch, wie es im Buche steht. Such einen Kerl namens Huckster, Ex-Hyperion-Mann, er hat hier das Sagen. So, wir sind jetzt hier in Concordia. Ist das sozusagen die neue Stadt, wie die letzte wie hieß die Stadt in Borderlands 2, die abgehoben ist? Keine Ahnung. Du merkst ja sehr viel. Das ist schon ewig lang her. Ja, hast du recht. Oh, da ist ein Custom. Trap. Was? Ja. Ein Polizist. Okay, kein Schritt weiter. What? Das Ding fällt um. Gib ihm deine Papiere und zwar schnell. Hopp, hopp. Du kleiner Scheißer. Das ist ein Verstoß gegen das interstellare Verbalmoralitätsstatut. Das gibt eine Verwarnung. Fick dich doch ins Knie. Du kriegst gleich noch eine. Ich liebe Regeln. Sie geben mir Macht. Warte. Komm mit, sonst gibt's die dritte Verwarnung. Der ist ja mir sehr sympathisch. Nicht. Welcome to Concordia. Ein Fest der Sinne. Was haha? Das ist schneller als der. Ja, das ist Concordia. Der mächtigste Weltraumhafen auf Elpis. Schade, dass du es wegen deiner vielen Verwarnungen nur von einer Zelle aussehen wirst. King kills, pay bills, doll. Gib ihm das Orbatron. Das wird echt schräg. Nur, dass du es weißt. Warte. Soll ich reingehen? Oh, super! Ich betrachte dich als klar zur Dekontamination. Bumm! Ich hab ja gesagt, du kommst da rein. Jetzt sieh zu, wo du bleibst. Ist es eine Droge für Roboter? Ich denke schon. Oh. Willkommen, neuer Hüger. Gehorche meine Befehle. Ja, Nurse Mina. Sie flickt dich, Mutter. Alles klar. Auf Dekontaminationspad. Nicht komm rein, Digga. Okay, mach mal kuscheln kurz. Aha. Wie sollen hier vier Leute reinpassen? Du bewegt! Ha. Komm in Klinik, dumme Lapuche. Du hast dich bewegt, du Lappen. Ja, aber du hast Schaden bekommen. Hey! Warum? Ich, Schwester Nina. Na du? Du brauchst Medizin. Du kommst zu mir. Aber nur wenn Ärzt. Schwester Nina hasst große Babys. Außer echte schlechte Babys. Sachen. Die Schwester Nina liebt. Du verletzt. Hier, nehmen. Ja, brauch ich. Gut, du besser. Wenn wieder verletzt, du kaufst Arznei an Automat. Stell dir vor. Du gesund. Geh. Arznei an Automat. Warte mal kurz, kann man hier irgendwo rein? Nee. Was ist das denn hier? Schau kurz, was ist das denn für ein Ding? Verkaufen wir wieder ein bisschen was. Ja. So. Gibt's hier auch irgendwann ein Safe, wo ich ein paar Sachen lagern kann? Weiß ich nicht. Bestimmt. Ich hab's ja im 2er auch. Immer schon looten! Geht der inzwischen? Nee, der ist kaputt. Huckster, der Concordia. Muss, nennt sich selbst Bürriff, wie in Bürgermeister und Sheriff. Oh, völlig bescheuert. Bürriff. Wir wissen, wie wir das Signal finden. Der Typ bezieht immer noch eine fette Betriebsrente von Hyperion, von meiner Abteilung. Ich bin praktisch sein Boss. Er ist sozusagen schon im Team. Alles klar. Sicherung und Laden. Die haben keine geilen Waffen, nur Schrotflinten und Kacksniper. Ja. Komm bald wieder und schau dir mal kurz neue Waffe aus hier Moxies. Das ist was Ähnliches. Habe ich irgendwas Neues eingesammelt? Fettes Pfeilchen. Prächtiger Kammerjäger. Wie sieht denn das aus? Sieht voll die Disco. Mützen-Badass. Alter, wie sieht das denn aus? Ach, ich bin... Tschüss. Das sehe ich jetzt erst. Alter, fettes Pfeilchen oder prächtiger, prächtiger Kammerjäger? Besucher von der Helios. Alter. Also, folgendes. Keine Besucher heute. Nein. Arme Wilhelm, fettes Pfeilchen, komm. Gold or nothing. Das ist einer von uns, du bescheuert betitelter Bastard. Danke, dass Sie das Büro des Bürriffs besucht haben. Wie sehe ich aus? Schau mich mal kurz an. Ich bin... zu Ihrer Zufriedenheit. Ach,
Ich schätze, lol. Jetzt kann uns nur noch einer helfen. So leid es mir. Was hast du denn das gemacht? Geh in die Abhauberbar. Ach, da. Ja. In die Bar? Das ist was wie Mo. Da ist Moxies. Ja, da war ja gerade drin. Alter, das ist ja voll das Strip-Shop. Oh. Was denn? Geil, Augenkrebs incoming. Warte. Oh, das ist bestimmt geil. Der ist. Was rot? Oh ja. Oh, pink. In pink. Pink Camouflage. Ja. Seriöses männliches Let's Play hier. Du bist Goldfinger. Ja. Oh, warte. Siehst du die zwei da auf der Tanzfläche? Die tätowierte Tussi und den Typ, der allergisch lächelt? Das sind Ex-Kammerjäger. Sieh zu, ob sie dir helfen. Endlich winkt was machen die hier? Alter. Auch mal zu. Der Beat, ey. Oh ja. Geil. Geil, dass wir mit denen hier uns zusammentun, die später den Handsome-Check wieder killen. Also die zwei hier, die helfen ja mit. Oh ja, Lilith, hab Party mit Lilith. Oh, der ist. Der kann ich auf jetzt? Ja, die kann jetzt. Ja. Bang. Hyperion verliert die Helios-Sandal. Wir müssen das Signal abschalten, das die Systeme dort stört. Hyperion, die DJs sind da mega groß. Wir sind im Urlaub. Gemeinsam. Ja, sorry, aber wir sind raus aus der Kammerjägerbranche. Ja, sagst du so. Was heißt so viel Tentakel? Oh, sprich mit Moxie, oh, Alter, das ist pervers. Das ist eine fette Waffenkiste gewesen. Gehst du zu mir, Sugar? Moxie, mehr als nur ein hübsches alles.